Yo Nakamatachi, willkommen zum neuen Video. Mein Name ist Riku und heute ist der Release-Tag von dem neuen Pokémon-Spiel. Und die habe ich mir schon gekauft, für meine Frau, für mich. Jedenfalls, das ist nicht der Grund für das Video. Und zwar, zum einen möchte ich euch zeigen, was in Japan, wir haben es vorbestellt in einem Laden, nennt sich Labi, ist im Prinzip der japanische Mediamarkt. Und ja, da wir es vorbestellt haben, haben wir kostenlos so Untersetzer bekommen. Das ist einfach von der roten Version. Wie ihr seht, ist halt wie gesagt so ein Untersetzer einfach, den man auf den Tisch stellt, was drauf liegt. Und eine richtig, richtig schöne Pikachu-Pokémon-Karte vom Kartenspiel. Also ich sammle es leider nicht, aber diese Karte sieht richtig wunderschön aus. Und dazu halt, weil wir beide bestellt haben, halt auch noch auch das passende von Scarlet. Und es ist halt Metall, wie man sieht. Wie gesagt, kostenlos und deswegen einfach nur heftig. So, der Grund für das heutige Video ist allerdings folgender. Und zwar, weil heute der Release ist, gibt es auch ganz bestimmte Onigiri-Sorten. Und zwar Pokémon-Onigiri-Sorten. Ich denke mal, jeder von euch kennt Onigiris. Heute gibt es ganz besondere und zwar einmal dieser hier, der Pokéball-Onigiri. Sieht jetzt schon so richtig, richtig lecker aus. Und dann gibt es noch den Super Pokéball Onigiri. Auch der sieht richtig, richtig lecker aus. Onigiri sehen sowas von lecker aus, deswegen wollte ich diese unbedingt mit euch teilen. Das Rote hat Geschmacksrichtung Sausage. Also steht drauf, Abudiyaki Sausage heißt so angeröstete, gebratene Bratwurst. Oder Wurst, besser gesagt. Und der Superball, der hat Geschmack Kinoko Demi Omrice. Omrice ist im Prinzip so ein Omelette, wo drunter einfach ganz viel Reis ist. Ist bei Kindern in Japan sehr, sehr beliebt. Steht auch drauf Omelette, Chicken und Ketchup. Und auf dem Sausage ist noch mit Mayonnaise mit drauf. Genau. 160 Yen kostet der hier. Kostet ein Euro, ein paar Cent vielleicht. Also ein Euro ungefähr. Und das Ding kostet 150 Yen. Ein bisschen weniger als der rote, aber halt so ein Euro und ein paar zerquetschte vielleicht. Jedenfalls werden wir jetzt die gemeinsam essen. Und ich will euch sagen, ob die schmecken oder nicht. So, dann fangen wir mal an. Die haben oft eine lustige Art, diese aufzumachen. Als ich das erste Mal gegessen habe, ich habe das Ding falsch aufgemacht und habe, glaube ich, eine Minute gebraucht, um die Scheiße da rauszukriegen. Aber in der Regel gibt es da immer auch so Anweisungen drauf. Hier zum Beispiel Shitanihiko heißt nach unten ziehen und dann einfach der Führung folgen und dann geht es auch schon ganz normal, ganz leicht. Auch jetzt, wie gesagt, der Pokéball und also ich muss persönlich sagen, der macht mich deutlich mehr an als der andere, weil ich halt so Sausage-Fan bin. Und ja, testet man einfach mal. Schmeckt mega geil. Also in der Mitte ist auch schön fett Mayo drin, wie man vielleicht ein bisschen sehen kann. Und es schmeckt echt richtig, richtig geil. Also Onigiri plus halt so eine Wurst. Sehr lecker. Dann kommen wir zum zweiten. Das ist der Superball. Packung. Und so sieht der Superball von innen aus. Das ist kein Käse, also ganz ehrlich, wenn ich das so sehe, denke ich, das ist Käse, aber das ist kein Käse, das ist wie gesagt Ei. Ja, da ist auch ein bisschen Fleisch mit drin, wie man vielleicht ein bisschen schwer sehen kann jetzt, aber da ein paar Fleischstückchen. Testen wir es doch einfach mal. Da kommt jetzt eine Soße raus und da ist auch noch ein paar kleine Zwiebeln drin. Also ich muss zwar sagen, ich habe am Anfang mich mehr auf die Wurst gefreut, aber tatsächlich ist das Omelette leckerer. Aber ich muss sagen, der Superball gewinnt das Rennen. Der ist deutlich leckerer. Die Soße da drin ist einfach, die macht's aus. Die Soße holt's raus. Superball ist besser als Pokéball. Kennt man ja von den Spielen. Das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr auch mal coole Anime-Essen irgendwie gegessen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Falls ihr mehr von diesen Videos sehen wollt mit dem Essen, schreibt es mir auch in die Kommentare, dann würde ich immer, wenn ich irgendwas Krasses von Anime-Essen sehe, kaufen und ein Video dazu machen und das mit euch teilen. In dem Fall danke fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Falls ja, lasst ein Like da und Oda no Nakamani Nade! Channel abonnieren und dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye!